2,5, 2 Mikrosievert. Ähnelt hat man schon so bis zu 7. Radioaktivität. Man kann sie weder sehen, riechen, schmecken noch spüren. Und spätestens nach den Reaktorkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima weiß jeder über die potenziellen Gefahren von radioaktiver Strahlung Bescheid. Während sich Deutschland mittlerweile mitten im Atomausstieg befindet, werden in anderen Ländern dagegen weiter neue Atomkraftwerke geplant, gebaut und in Betrieb genommen. Weiter bestehend bleibt aber für alle die Problematik, ein sicheres Endlager für die strahlenden Abfälle zu finden. Doch auch in der Natur kommt Radioaktivität vor. Die natürliche Hintergrundstrahlung strahlt dauerhaft Tag für Tag auf uns ein. Also habe ich recherchiert und herausgefunden, dass auch in Deutschland jahrelang Uranerze abgebaut und gefördert wurden, was mir bislang gar nicht so bewusst war. Neben den größten deutschen Uranförderungen im Osten Deutschlands, genauer gesagt im Süden von Sachsen, wurden auch in der Oberpfalz sowie im Schwarzwald Uranerze gefördert. Meine Spurensuche führt mich heute in den Schwarzwald. Ja, auch in Deutschland wurde Uran abgebaut. Erst seit Mitte 2021 gehört Deutschland offiziell nicht mehr zu den uranproduzierenden Ländern. Die DDR war sogar bis 1990 der viertgrößte Uranexporteur der Welt. Im Westen Deutschlands war Menzenschwand hier im Schwarzwald die bedeutendste Mine, in der Uran abgebaut wurde. Messen wir schon leicht erhöhte Strahlung. In Deutschland liegt die durchschnittliche Strahlenbelastung durch die Hintergrundstrahlung bei ca. 0,24 Mikrosievert pro Stunde. Schwankt auch relativ stark hier.
so besonders hier. Die Grube Krunkelbach hier in Menzenschwand wurde nach der Schließung 1991 dann geflutet mit Wasser, die Oberfläche verschlossen und alles renaturiert. Deshalb sieht man da heutzutage leider nicht mehr viel von. Jetzt stehe ich an der Stelle, wo vor 30 Jahren der Zugang zur Grube gewesen sein soll. Die Grube hatte eine Tiefe von 240 Metern und erstreckte sich auf 9 unterirdische Ebenen, die man Sohlen nennt. Wir haben jetzt auf dem Weg schon so 2,5-2 Mikrosievert. Und hier ist dieses kleine Loch, was hier neben dem Weg ist. Und wenn man hier oben hinhält, hat man schon so bis zu 7. Und wenn wir das jetzt noch weiter reinhalten, hier in das Loch reinschmeißen, dann haben wir hier bis zu 15, 16 fast. 16 Mikrosievert. Strahlung geht hier von diesem kleinen Loch aus, beziehungsweise die Steine, die da drin liegen. Das Loch war hier übrigens schon, also ich habe jetzt hier nicht angefangen, irgendein Loch zu graben hier im Naturschutzgebiet. Man hört, wie der knistert, hält noch mal das Mikro hier neben dran. Man hört es jetzt halbwegs. Aber auch hier steigt er schnell an. Wir haben ja erst das richtige Messergebnis nach einer Minute, weil wir einen Intervall auf 60 Sekunden gestellt haben. Und ganz nett an dem Zähler ist, hier unten steht auch die Dosisleistung. Das heißt, man hat auch einen Dosimeter gleichzeitig. Und hier sieht man 0,7 Mikrosievert. Hätte man jetzt aufgenommen, wobei das natürlich nur richtig tief in dem Loch drin ist. Denn hier weiter außerhalb des Lochs ist schon deutlich weniger. Also hier auf dem Weg hat man so um die 2 Mikrosievert, aber je näher man in das Loch reingeht, je höher schlägt der Geigerzähler auch aus. 12,6. Wenn man noch tiefer reingeht, weiter nach unten, dann steigt das Ganze noch höher. Ach übrigens, kleiner Funfact, hier oben ist eine Kuhweide, wo auch immer Kühe stehen. Vielleicht schmeckt die Milch hier besonders gut oder ist auch besonders lang haltbar. Hier in Menzenschwand wurden zwischen 1973 und 1991 100.000 Tonnen Uranerze gefördert. Daraus wurden 720 Tonnen Uran gewonnen. Das gewonnene Uran wurde dann weiterverarbeitet zu Kernbrennstäben für deutsche Atomkraftwerke. Und das ganze Uranvorkommen hier in Menzenschwand wurde auf 3.500 Tonnen Uran geschätzt. Nach der Wende wurde der Uranbergbau in Deutschland in Ost wie West aufgrund von stark fallenden Uranpreisen und auch zu hohen Förderkosten nahezu eingestellt.
Das meiste Uran, was nach der Wende noch weiter gewonnen wurde, fiel in der Regel bei Rückbau- und Reinigungsarbeiten der Altlasten an. Doch auch diese Verwendung und Verkäufe wurden im Juni 2021 komplett eingestellt. Das Display ist leider sehr spiegelig. 0,5, 0,6. Hier haben wir mal einen kleinen Steinmauer. Es sind auch noch einige Steine. Auch nicht wirklich, ja, ein bisschen erhöht, 0,5 teilweise. Kann schon sein, dass hier auch ein bisschen Sachen drin sind, aber es schwankt sehr stark. Jetzt warten wir mal, bis die Sonne untergegangen ist, denn im Dunkeln zeigt sich noch ein besonderes Phänomen. Und zwar haben wir noch ein spezielles Hilfsmittel dabei, und zwar UV-Lampen. Und zwar können wir damit im Dunkeln jetzt eventuelle Uranspuren oder Uranpartikel finden, da die im Dunkeln schön leuchten. Und zwar sind wir jetzt hier wieder an unserem strahlenden Loch, wo wir vorhin 11 Mikrosievert gemessen hatten. Hier sehen wir nämlich jetzt die fluoreszierenden Steine. Ich habe jetzt auch extra einen Handschuh angezogen. Man sieht jetzt auch, wenn ich den jetzt hier eben wegnehme, dann haben wir jetzt hier nur noch zwei, dann sinkt es ab. Jetzt nehme ich den Stein mal wieder ran, dann schnellt der hier wieder nach oben. Also das ist wirklich die Radioaktivität in dem Stein und jetzt nicht nur hier irgendwie im Boden, sondern das ist wirklich in einzelnen Steinbrocken, die eben gewisse Uran Erzeinlagerungen in sich haben. Und den werden wir jetzt auch nicht mitnehmen, den werden wir schön hier lassen. Gesundheitlich ist es mit Sicherheit nicht gesund, den unterm Bett liegen zu haben. Und hier knistert es schon ordentlich. Und ohne UV-Licht sieht man da gar nichts. Also es ist wirklich nur dann, wenn man mit der UV-Lampe drauf geht, dann kann man die ganzen Sachen sehen. Werden wir jetzt hier auf jeden Fall weitergehen. Unsere strahlenden Steine hier zurücklassen.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video zu diesem Thema auch gefallen. Der Geigerzähler scheint richtig zu funktionieren. Zumindest haben wir an der angegebenen Stelle, die ich im Internet recherchiert habe, auch erhöhte Strahlung feststellen können. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Im nächsten Video bauen wir dann unser eigenes kleines Atomkraftwerk. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.